Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, was war das für ein Tamtam? Ich rede jetzt gar nicht mal von gestern, sondern September 2018, als die Bundeskanzlerin mit großen Worten den Wohngipfel eingeladen hat. Der Minister wurde nicht müde zu betonen, Wohnen sei die neue soziale Frage. Und es sollte dann auch ein Signal, ein Zeichen von diesem Wohngipfel ausgehen. Die Bundesregierung nimmt die Sorgen der Menschen ernst. Man bemüht sich um das Senken der Wohnkosten. Man geht das Problem der steigenden Mieten an. Da wurden große Erwartungen geweckt. Man hat sich auch ehrgeizige Ziele gesetzt. Aber jetzt, 2,5 Jahre danach, können wir Bilanz ziehen, können wir draufschauen, haben Sie Ihre eigenen Ziele erfüllt? Geht es den Menschen beim Wohnen und Mieten im Eigentum besser als vorher? Und da ist die Antwort ganz klar, nein. Die Bundesregierung hat die Ziele des Wohngipfels nicht erfüllt. Die Wohnraumoffensive ist gescheitert. Und sehr geehrter Herr Minister Seehofer, da können wir die Zahlen auf den Tisch legen. 1,5 Millionen Wohnungen sollten gebaut werden. Es kursiert die Zahl, 1,9 Millionen werden gebraucht. Wurden 1,5 Millionen Wohnungen gebaut? Nein, wurden sie nicht. Sie werden wahrscheinlich gleich sagen, es wurden ja ausreichend Wohnungen geplant und genehmigt. Aber kann man in eine geplante Wohnung einziehen? Nein, kann man nicht. Mehr Menschen sollten den Sprung ins Wohneigentum schaffen. Wurde das erreicht? Nein. Zum ersten Mal seit 1993 sinkt die eh schon niedrige Wohneigentumsquote in Deutschland noch weiter. Gebäude sollten klimafreundlicher werden. Wurde das erreicht? Nein. Sind die Mieten gesunken? Haben die Bürger das Gefühl, sie werden entlastet? Nein. Also kann man nur zu dem Schluss kommen, die Bilanz ist verheerend. Und anstatt sich das einzugestehen und die Baubremsen endlich zu lösen, passiert genau das Gegenteil. Neue Regulierung, Umwandlungsverbote, neue Baubürokratie, staatliche Preisregulierung. Wie oft muss es noch gesagt werden? Man kann den Mangel nicht verwalten. Man muss den Mangel beheben. Mieten steigen, weil Wohnungen fehlen. Wohnen ist teuer, weil Baukosten und Baulandpreise steigen. Darum ist die einzige Antwort auf das Problem der Bürger bei Mieten und Wohnen mehr bauen, schneller bauen, günstiger bauen und den ländlichen Raum nicht ausbluten lassen. Und wir haben als Freie Demokraten oft genug vorgelegt, wie es funktionieren kann. Und als wäre die Bilanz nicht schon schlecht genug, kommt jetzt die SPD und fabuliert von einem bundesweiten Mietenstopp. Und liebe Genossen, man muss da nicht mal nach Venezuela schauen. Sie können zum Fenster schauen hier in unserer Hauptstadt. Da können Sie in Realtime zusehen, wie die staatliche Preisregulierung den gesamten Wohnungsmarkt kaputt macht. Vor einem Jahr hat die rot-rot-grüne Regierung in Berlin das größte sozialistische Experiment seit Ende der DDR gestartet und die Preise im Mieten staatlich reguliert. Und was ist passiert? Was ist passiert? Die Linke feiert sich dafür. Was ist passiert? Das Angebot an freien Mietwohnungen, hören Sie mal her, das Angebot an freien Mietwohnungen ist drastisch eingebrochen. In diesem Jahr, ein Jahr nach Einführung des Mietendeckels, ist es fast doppelt so schwer, eine Wohnung in Berlin zu finden, als vor einem Jahr. Und deswegen werden wir Freien Demokraten dagegen klagen. Wir klagen gegen den Mietendeckel, weil er verfassungswidrig ist, weil er den Neubau behindert und weil er den Mieterinnen und Mietern schadet. Der Mietendeckel muss weg. Keine Ahnung ist natürlich ein sehr schwaches Argument beim eigenen Versagen. Aber es heißt drum. Also, als wär's nicht so schlimm genug, dass wir die Mieten nicht in den Griff bekommen. Wir müssen auch mehr Menschen den Weg in die eigenen vier Wände ebnen. Fast überall in Deutschland ist Wohnen günstiger als Mieten. Und Wohneigentum ist der beste Schutz vor Altersarmut. Über die Generation hinaus. Und Wohneigentum macht übrigens die Vermögensverteilung in der Gesellschaft gerechter. Ist den Linken völlig egal. Aber vor allem, Wohneigentum ist der Traum vieler Menschen. Und es ist schwer genug, diesen Traum zu erreichen. Aber wir Freien Demokraten, wir wollen das ermöglichen. Wir müssen aus Deutschland eine Eigentümernation machen. So geht das nicht weiter, wie Sie das hier zementieren.
Und auch mit dem Blick auf das Thema der Eigentumquote. Da kann man nur feststellen, dass ihr sehr, sehr teures Baukindergeld einfach ein Rohrkrepierer war. Profitiert haben vor allem diejenigen, die eh gebaut hätten. Und ich gönne wirklich jedem Menschen das vom Staat geschenkte Geld. Sie nehmen ihn ja eh mehr als genug weg. Ich gönne den Menschen das vom Staat geschenkte Geld. Sie müssen wirklich zum Schluss kommen. Wir haben eine aktuelle schon mit 5 Minuten Beiträgen für jeden. Das ist mir bewusst. Ich bin bei minus 17. Noch ein Abschlusssatz, da bin ich bei minus 22. Das Baukindergeld war teuer. Es hat nicht mehr Menschen ins Wohneigentum gebracht. Die Menschen erwarten mehr Wohnraum. Sie erwarten günstige Wohnkosten. Sie wollen ins Eigentum, und wir müssen diese Erwartungen erfüllen. Ich entziehe Ihnen das Wort, Herr Föst. Herr Kollege Föst, ich entziehe Ihnen das Wort. Das ist nicht nötig, Herr Präsident. Ich darf wirklich darauf hinweisen, dass nach der Geschäftsordnung die Aktuelle Stunde besonders strenge Regeln hat. Dass es weder eine Beziehung gibt, noch Zwischenfragen, noch sonstige Geschichten. Daran sollten wir uns vielleicht alle halten. Ich bin im Gegensatz zu Ihnen dem Gesetz und dem Recht verbunden. Deshalb schreite ich hier auch ein. Als nächster Redner hat der Kollege, also ich wollte sagen der Geschäftsordnung, als nächster Redner hat der Herr Bundesminister des Inneren für Bau und Heimat, Horst Seehofer, für die Bundesregierung das Wort.